Moin und hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Elektrozupf. Heute ist es soweit, es geht los zur großen 190 km/h Challenge und das bei winterlichen Temperaturen. Heute geht es los zur großen 190 km/h Challenge und dafür habe ich mir einen Autobahnabschnitt rausgesucht, der größtenteils unbegrenzt ist. Ich werde die gleiche Strecke dreimal abfahren und zwar mit unterschiedlichen Geschwindigkeitsprofilen. Einmal eben mit 190 km/h dort, wo es freigegeben ist, beim zweiten Versuch dann mit maximal 150 und zum Abschluss nochmal mit 130 km/h. Je nach Geschwindigkeit werde ich eben unterschiedlich oft und unterschiedlich lange nachladen müssen und das wird dann den Ausschlag dafür geben, was dann als reale Durchschnittsgeschwindigkeit sich am Ende rauskristallisiert. Damit geht's los, ganz präzise um 16.15 Uhr und da das Ziel ist, möglichst schnelle Durchschnittsgeschwindigkeiten zu erreichen, hoffe ich, dass ich hier auch schnell vom Hof komme und hier nicht noch so eine blöde rote Ampelphase erwische. Das geht ja super los. Es ist natürlich auch wieder reichlich kalt, es ist immer noch Winter. Das sollte keinen überraschen, also es wird hier Temperaturen um die 0 Grad geben. Das Ganze wird also noch den Zusatz Winter Edition mit dazu bekommen. Ja, und man muss sich natürlich dran gewöhnen, mit einem vollen Akku rekuperiert es sich schlecht. Weil wo soll die ganze Energie hin, wenn der Akku schon voll ist? Hier war wieder ein bisschen manuelles Bremsen angesagt gerade. So, ihr hört wahrscheinlich den Wind hier ordentlich pfeifen. Vielleicht muss ich auf dem Hinweg auch ein bisschen langsamer fahren aufgrund des Gegenwinds, dass ich vielleicht nur so 180 fahre. Ich werde natürlich einen Blick auf den Verbrauch haben und das zwischendrin auch mal einblenden. Ihr hört, dass es ordentlich windig ist. Das sind nicht nur die normalen Windgeräusche. Es ist tatsächlich auch ein ordentlicher Wind, der uns entgegenpustet. Deswegen werde ich jetzt erstmal eher so um die 180 rumpendeln und schauen, wie sich der Verbrauch einpegelt. So, da kommt wieder mein Lieblingszeichen. Auf die 180. Das wird dann natürlich auch nochmal interessant zu schauen, wie viel Kilowatt Entnahme ich am Ende dann schaffen werde. Denn durch die höhere Geschwindigkeit und die höhere Leistungsentnahme werden auch mehr thermische Verluste im Motor und im Akku auftauchen. Also es kann tatsächlich sein, dass ich hier nicht die vollen 70 Kilowattstunden netto nutzen kann, sondern ein bisschen weniger. Das ist jetzt mal ein ganz interessantes Ergebnis. Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, 10 Kilometer am Stück 180 zu fahren. Klar, es ging ein bisschen bergauf, ein bisschen bergab. Aber letztendlich ist es hier relativ konstant und wir sehen, dass ich jetzt hier einen Verbrauch im Durchschnitt habe von 390, sagen wir knapp 400 Wattstunden pro Kilometer. Und dass er mir jetzt noch eine Reichweite prognostiziert auf der Basis von ungefähr 150 Kilometer, kombiniert mit den 50, die ich schon gefahren bin, wäre das also in etwa 200 Kilometer Reichweite, die man bei dieser Geschwindigkeit hat. Jetzt fahre ich hier gerade in eine Baustelle rein, aber ich dachte, ich zeige euch noch mal kurz den Chart. Also auch über 50 Kilometer hat sich hier bestätigt, dass wir 390 Wattstunden pro Kilometer Durchschnitt haben. Und er hat mir auf der Basis halt jetzt noch diese 95 Kilometer Reichweite angegeben und auch ungefähr 95 habe ich jetzt hinter mir. Ja, jetzt sind wir übrigens genau eine Stunde unterwegs und haben 155 Kilometer schon hinter uns gebracht. Das heißt, das ist dann auch die entsprechende Durchschnittsgeschwindigkeit. Ich denke, das ist eine ganz gute Leistung. Ja, jetzt dachte ich mir, zeige ich euch doch noch mal kurz den Zwischenstand. Gerade eben ist hier die Meldung eingeblendet worden, unter 140 fahren, um das Ziel zu erreichen. Und tatsächlich zeigt er mir nur noch 1% Akku an, wenn ich dort ankomme.
Naja, was meint ihr? Sollen wir das einhalten oder nicht? Ich sag mal, ich gehe ein bisschen runter, okay? Sagen wir mal 160. Ich will jetzt nichts provozieren. Ich bin zwar der Meinung, ich hätte es auch mit 180 geschafft, aber wir wollen das Glück mal nicht überstrapazieren. Und ich kann mich ja mal so langsam rantesten. Da kommt die Ausfahrt. 2% noch im Akku. Ein Powerlimit wird mir auch schon angezeigt. Gerade rechtzeitig, würde ich sagen. So, und jetzt fände ich das auch mal ganz interessant zu sehen, wenn man hier an einen Rasthof kommt, den man nicht kennt, ob man denn die Supercharger auch direkt findet, ob die entsprechend gut ausgeschildert sind. Normalerweise leuchten sie ja schön mit dem Tesla-Schriftzug schon von Weitem. Aber hier leuchtet auch recht viel. Gucken wir mal. Ja, das Navi führt mich eigentlich ziemlich genau hin, so wie es aussieht. Dann machen wir hier nochmal einen kurzen Beschleunigungstest, oder? 2% Akku, mal gucken, wie es nach vorne geht. 3, 2, 1. Immer noch ganz ordentlich, aber natürlich nicht mehr ganz so flott, wie wenn der Akku voll ist. So, zack, erste Etappe geschafft. 17.28 Uhr, ungefähr 1 Stunde und 13 Minuten. Hier kommt auch schon die Meldung. Achtung, Batteriestand sehr niedrig. Und ich hüpfe jetzt mal eben schnell raus zum Laden. Jetzt wird's aber mal wieder spannend. Und zwar will ich ja laden und dann zurückfahren. Und eigentlich möchte ich mit der gleichen Geschwindigkeit zurückfahren. Das würde jetzt aber logischerweise bedeuten, okay, ich habe ein bisschen Rückenwind. Aber im Prinzip müsste ich ja jetzt wieder bis nahezu 100% vollladen und das dauert ja extrem lang. Eigentlich war ja mein Plan, nur so bis 60% ungefähr zu laden, weil dort die Ladegeschwindigkeit entsprechend schnell ist. Jetzt ist das hier auch kein V3-Charger, also keine 250 kW. Ich habe jetzt hier gerade so 130, 126 kW, die ich lade. Also da ist überall noch ein bisschen Luft drin, aber das Problem bleibt. Ich möchte jetzt hier keine Stunde stehen, um das Auto aufzuladen, weil dann ist das Thema Durchschnittsgeschwindigkeit für den Gesamttrip natürlich dahin. Aber auf dem Weg hierher bin ich an einem anderen Supercharger vorbeigefahren. Und jetzt habe ich mir überlegt, für den Rückweg lade ich jetzt einfach einmal genau so viel, dass ich bis zu diesem Supercharger komme. Und da lade ich dann nochmal für den Rest, für die restliche Etappe. So, und dann geht es weiter zur nächsten Runde. 25 Minuten habe ich geladen. Naja, was mir gerade noch aufgefallen ist, ich konnte tatsächlich, obwohl ich den Akku jetzt zu 98% leer gefahren hatte, nur 66 Kilowattstunden entnehmen. Das heißt, dort sind tatsächlich einige thermische Verluste jetzt aufgrund der schnellen Fahrweise aufgetreten. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. So ganz schemenhaft ist es auf der Kamera zu sehen. Die Windräder drehen sich immer noch wie verrückt. Aber diesmal haben wir Rückenwind und das werden wir auch ausnutzen. Und da ist es, das Aufhebungszeichen. 100 Kilometer bis zum nächsten Supercharger, noch 61% im Akku und die wollen wir nutzen. Fahre, macht sich der Rückenwind tatsächlich deutlich bemerkbar, denn auch jetzt habe ich nur einen Durchschnittsverbrauch über die letzten 25 Kilometer von knapp 400 Wattstunden. Also es pendelt immer so zwischen 390 bis 400 Wattstunden pro Kilometer. Also 10 km/h mehr bei diesen Geschwindigkeiten, 180, 190, sollte eigentlich deutlich mehr ausmachen. Und das zeigt, wie viel uns der Gegenwind auf dem Hinweg tatsächlich gekostet hat. Und übrigens bin ich jetzt ziemlich genau 2 Stunden in Summe unterwegs, also inklusive des Ladestopps. Und habe jetzt über 230 Kilometer geschafft, also bin ungefähr bei einem Schnitt von 215, 216 km/h. Also ich bin jetzt zwischendrin tatsächlich mal ein bisschen schneller gefahren, weil ich gemerkt habe, dass ich zu viel Reserve geladen habe. Und das wollte ich noch ein bisschen in Zeit ummünzen, sozusagen den
Rest, den ich hier im Akku drin habe. In ungefähr 8 Kilometern bin ich hier bei dem Supercharger, den ich als Zwischenziel gewählt habe. Habe jetzt noch 6% im Akku und ich kann hier problemlos noch trotz angezeigtem Powerlimit meine 190 halten und auch auf knapp 200 hochbeschleunigen. Das wollte ich euch eben gerade nochmal zeigen. Da steht es, vielleicht gerade vom Gas gegangen, aber da steht es 200, 201. Natürlich nicht mehr ganz so fluffig wie mit einem vollen Akku, aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Es ist absolut kein Problem und man kann hier noch locker Autobahngeschwindigkeiten erreichen, obwohl nur noch 5% Akku angezeigt werden. Das ist jetzt wahrscheinlich der Punkt, der am meisten Zeit kostet, wenn man mehrere Stops zwischendrin einbauen muss. Nämlich das Runterfahren von der Autobahn. Einfach diese 2, 3, 4 Minuten, 5 Minuten, die man vielleicht mehr Zeit noch verplempert dadurch, dass man erstmal runterfährt, noch ein bisschen Landstraße mitnimmt, irgendwo ein, zwei Kreuzungen vielleicht noch, hat eine Ampel, wenn es schlecht läuft. Und in meinem Fall jetzt auch noch den Supercharger suchen muss. Aber da sehe ich ihn schon, da drüben, da links ist er. Okay, aber ich muss jetzt hier tatsächlich irgendwie noch so eine extra Schleife fahren. An einer Skihalle vorbei, so wie das aussieht. Interessant. Ich habe jetzt bei beiden Ladestops noch nicht angezeigt bekommen, dass der Akku vorkonditioniert wird. Das zeigt mir hier, dass die Autobahngeschwindigkeit, mit der ich unterwegs war, tatsächlich mehr als ausreichend ist, um den Akku vorzubereiten. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in diesen thermischen Verlusten wieder, die ich angesprochen habe. Also dass man nicht die volle Entnahme im Akku dann tatsächlich hat. Aber das ist der Preis fürs Schnellfahren. Aber um Effizienz geht es heute weniger. Heute geht es tatsächlich mehr um die Geschwindigkeit. Tatsächlich habe ich jetzt knapp 40% nachgeladen. Ja, in diesem Moment 40% nachgeladen und stehe hier ungefähr 15 Minuten dafür. Und er lädt immer noch mit 135 kW, also bis eben waren es sogar noch 138 kW. Jetzt zieht er so langsam die Leistung runter und geht hier auch unter die 1000 km pro Stunde. Ja, und ich würde sagen, das ist doch der richtige Zeitpunkt für uns, um hier auszustecken und uns wieder auf die Bahn zu machen. Ja, 40 Minuten Ladezeit finde ich in Summe auch angemessen und damit stoppen wir den Ladevorgang. Und dann geht's weiter. Mittlerweile sind wir 3 Stunden unterwegs und ja, haben fast 350 Kilometer geschafft. So viel mal als Zwischenstand. Es ist aber auch gar nicht mehr weit. Noch 18 Kilometer, dann sind wir wieder am Ausgangspunkt angekommen. 16% noch im Akku und das heißt, wir können hier noch mal ein bisschen die freie Bahn nutzen. Ja, und ich bin jetzt die letzten Passagen hier schon immer eigentlich bei 190, 200 gefahren. Auch mal über 200, so wie jetzt. Das Navi sagt mir auch, dass ich mit 8% ankommen werde, also kein Grund jetzt hier noch zu geizen. Oder machen wir lieber aus den letzten unbegrenzten Kilometern noch so viel Zeit wie möglich. Und da sind wir auch angekommen. Und zwar ziemlich genau nach 3 Stunden und 11 Minuten. So, präzise 17.33 Uhr starten wir auf die zweite Runde. So, es ist etwas kälter heute. Wir starten schon bei minus 5 Grad und es ist gerade am Abend. Es wird noch kälter anziehen über Land sowieso. Dafür ist heute weniger Wind als beim ersten Versuch. Aber ich denke, der ausschlaggebende Faktor wird am Ende sowieso die Geschwindigkeit sein und nicht unbedingt die großen Rahmenbedingungen. Das Einzige, was ich jetzt wirklich hoffe, ist, dass ich nicht groß in einen Feierabendverkehr hier reingerate. Das könnte das Ergebnis tatsächlich nochmal größer verfälschen. Max
maximal 150. Das wird jetzt auch übrigens einfacher sein. Ich bin ja beim ersten Versuch habe ich ein bisschen ausgleichen müssen, wenn der Wind zu stark war auf dem Hinweg. Da hatte ich ja ungefähr so bis 30 km/h Gegenwind. Da bin ich nur 180 gefahren, dann hatte ich aber zu viel geladen, dann bin ich halt über 200 gefahren und generell ist man ja dann ständig dabei, auch die Geschwindigkeit immer wieder zu adaptieren, wenn es bergauf und bergab geht. Und das wird jetzt hier ein bisschen einfacher, denn immerhin kann ich jetzt den Tempomat nutzen. Und der funktioniert ja nun mal leider bei Tesla nur bis 150. Aber das ist ja auch nichts, was nicht mit einem Software-Update wieder noch angepasst werden könnte. Jetzt ist genau das eingetreten, was ich befürchtet habe. Ich bin auf der Autobahn, es ist unbegrenzt, wie ihr sehen könnt, aber wir kommen nicht voran mit der geplanten Geschwindigkeit. Denn wir hängen im Verkehr. Und noch dazu kriege ich hier Windschatten von einem großen, viel zu großen SUV. Das ist alles nicht mehr repräsentativ. Furchtbar, furchtbar. Jetzt habe ich es im Wochenendverkehr endlich mal geschafft, 10 Kilometer am Stück 150 zu fahren. Und ihr seht hier gerade den Durchschnitt. Da ist noch die Beschleunigungsspitze vom letzten Hochbeschleunigen. Und der Durchschnitt pendelt sich jetzt hier tatsächlich bei erstaunlichen 270 Wattstunden pro Kilometer ein. Das ist sehr, sehr gut. Also tatsächlich auch weniger, wenn ich mich recht erinnere, als das, was der Björn Nyland in seiner Verbrauchsfahrt ermittelt hat. Und das kommt natürlich der ganzen Reichweiten-Thematik zugute und vor allem auch eben der Zeit, die ich dann am Supercharger verbringen muss. Also das wollte ich euch kurz einmal zeigen. Bei minus 6 Grad, relativ windstill, konstanten gefahren, 150 km/h, auch relativ eben, haben wir jetzt hier einen Durchschnittsverbrauch von ungefähr 270 Wattstunden pro Kilometer. So, da sind wir gute 178 Kilometer gefahren und die nächste Ausfahrt ist unsere und zwar für die Halbzeitwende und ich glaube auch für eine kurze Nachladung. Ja, und wir kommen hier an mit 33%, sagt er mir jetzt hier. Das bedeutet also, auch dementsprechend 30% weniger verbraucht als beim ersten Lauf. Das ist soweit noch nicht erstaunlich, beziehungsweise soweit ganz erklärbar. Es wird dadurch aber jetzt relativ spannend, wie wir das mit dem Laden denn nun gestalten. Und eigentlich habe ich mich schon soweit dafür entschieden, dass ich so weit auflade, dass ich jetzt keinen zweiten Zwischenstopp mehr brauche. Ich denke, das macht durchaus Sinn. So, da habe ich eben kurz mal einen Zwischenstopp in der Raststätte eingelegt und habe eben eine Banane noch gegessen und ja, jetzt habe ich auch schon wieder alles reingeladen, was ich noch brauche. Bei 68% bin ich jetzt, bei 70 höre ich auf zu laden. Das gibt mir noch einen kleinen Puffer und ist in etwa das, was ich gerade verfahren habe. Und ja, ich habe jetzt dafür 20 Minuten gebraucht. Ich denke, damit komme ich durch und damit geht es jetzt auf den Rückweg. Und er berechnet, dass wir jetzt mit 6% wieder ankommen. Jetzt sind wir 72 Kilometer gefahren seit dem letzten Ladestopp. Und ihr seht, dass sich das hier wieder so schön einpegelt. Ungefähr bei 270 Wattstunden pro Kilometer. Es geht halt mal ein bisschen rauf, auch manchmal auf 280. Je nachdem, ob es gerade ein Stückchen bergauf geht oder nicht. Aber es spiegelt sich auch hier im Durchschnitt wieder seit dem letzten Laden 274 Wattstunden pro Kilometer. Und damit immer noch ein richtig sauberer Wert. Ich habe es mir jetzt hier mal ein bisschen gemütlicher gemacht mit Sitzheizung und der Temperatur etwas weiter nach oben, weil es jetzt doch ein bisschen kälter war. Gut, jetzt sind wir draußen, sind es gerade nur minus 2, aber zwischendrin waren es auch mal minus 7. Und mir war einfach danach. Wir wollen ja hier nicht sparen. Wir sehen aber auch tatsächlich, gibt es jetzt schon wieder die Meldung, ich soll hier mit 140 km/h oder langsamer fahren, um das Ziel zu erreichen. Gleichzeitig kalkuliert er mir aber hier noch eine Reserve von 5% rein. Also das wird noch ganz spannend. Ich weiß, dass es noch kurze Abschnitte gibt, wo eine Geschwindigkeitsbegrenzung da ist, beziehungsweise auch mal eine ganz kurze Baustelle, glaube ich. Und ja, ich werde es jetzt trotzdem versuchen, erstmal so lang wie möglich mit 150 trotz der Warnung durchzufahren. Und gegebenenfalls muss ich dann am Ende ein bisschen früher vom Gas gehen. Schauen wir uns das mal an. Jetzt gebe ich euch nochmal ein ganz kurzes Update. Also ich weiß nicht, ob es nur an der Temperatur liegt oder ob noch andere
Eigenschaften jetzt dazu geführt haben. Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier gerade wieder eine relativ schön konstante Verbrauchslinie, aber diesmal bei 290 Wattstunden pro Kilometer im Schnitt. Ich fahre hier immer noch mit 150, habe noch 16%. Und auf der Basis werden mir jetzt hier noch 42 Kilometer Reichweite prognostiziert. Tatsächlich habe ich aber noch 43. Und diese Anzeige hier, die wird immer etwas strenger mit mir. Ich soll jetzt nicht mehr schneller als 130 fahren, um das Ziel noch zu erreichen. Es wird also so ein bisschen knifflig. Aber nichtsdestotrotz, ich bleibe erstmal bei der Geschwindigkeit. Und ja, wir müssen dann am Ende mal schauen, ob ich ein bisschen drastischer reduzieren muss oder nicht. Also ich habe gerade noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, warum jetzt der Verbrauch noch mal angestiegen ist. Und man sieht es auch, wie ungefähr hier ab dem ersten Drittel sozusagen diese prognostizierte oder die Abweichung von dem prognostizierten Verbrauch immer größer wird. Und ich kann mir das eigentlich nur dadurch erklären, dass tatsächlich diese Wärme, die vom Supercharging im Akku gesteckt hat, verbraucht worden ist und jetzt eben ja, die Heizung sich mehr anstrengen muss, um den Innenraum warm zu halten. Das im Verbund mit diesen sehr, sehr kalten Außentemperaturen von eben um die minus 10 Grad, jetzt sind es gerade wieder minus 9, kann tatsächlich dazu geführt haben, dass der Verbrauch jetzt hier nochmal eben auf die Art und Weise von dieser grauen Linie abgewichen ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, ein bisschen runter zu gehen mit der Geschwindigkeit. Ich fahre jetzt nur noch 140 und in der Prognose sieht das folgendermaßen aus. Wir müssen mal gucken, dass wir hier die Spur auch einhalten. Dass er mir jetzt noch hier 23 Kilometer anzeigt und tatsächlich sind es auch noch 23 Kilometer. Also ich bin ganz genau on the edge, würde ich mal sagen, on the line. Jetzt biege ich hier ein zum Supercharger und es wird auch tatsächlich Zeit, denn ich bin bei 1% Akku angekommen und ich muss sagen, das letzte Stück war jetzt schon doch ein bisschen kribbelig. Man hat das Powerlimit deutlich gemerkt, es ging ein bisschen bergauf. Ich hatte echt dann doch das letzte Stück zu tun, dann nochmal auf 120 zu kommen und bin dann auch nicht mehr schneller als 120 gefahren, weil mit 2% Akku bzw. jetzt 1% Akku muss man es dann auch nicht übertreiben, wenn da noch 5 Kilometer zu fahren sind. Genau, das wollte ich euch nochmal zeigen. Also es war genau eine Punktlandung und zwischenzeitlich habe ich mir dann schon gedacht, okay, entweder ein bisschen früher von der Geschwindigkeit runtergehen oder vielleicht doch noch 5% mehr in den Akku laden, hätten mir hier noch ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Aber nichtsdestotrotz, beim ersten Mal habe ich es auch nicht ganz perfekt getroffen. Da musste ich auf dem Hinweg ein Stückchen Geschwindigkeit rausnehmen. Und auf dem Rückweg hatte ich dann dafür zu viel drin. So ist es, wenn man einen Real-World-Test macht. So, und fürs Protokoll, 20.43 Uhr haben wir es jetzt. Das heißt, damit genau 3 Stunden und 10 Minuten gebraucht. Ich glaube, das war schneller als bei der ersten Fahrt. Aber wir gucken uns das in der Auswertung nochmal genauer an. Da bin ich wieder. Ein neuer Tag und ein neuer Lauf. Das könnte wirklich der interessante Lauf werden von den dreien. Denn bisher bin ich noch gar nicht mit vollem Akku und dann nur maximal 130 km/h gefahren. Das heißt, ich bin sehr gespannt, wie bei winterlichen Temperaturen sich jetzt die Reichweite verhalten wird und ob jetzt überhaupt ein Zwischenstopp notwendig sein wird. Die Distanz beträgt ja ungefähr 360 bis 370 Kilometer. Das könnte knapp werden. Beim letzten Lauf haben wir gesehen, mit 1% anzukommen ist auch ein bisschen wackelig. Das heißt, ja, ich muss dann einfach an der Halbzeitmarke mal entscheiden, wie viel Puffer ich dann tatsächlich noch drin habe. Aber zunächst mal lade ich hier noch ganz gemütlich auf die 100% voll und dann starten wir los. Wir starten bei minus 3 Grad. Schauen wir mal, ob es wieder so kalt wird wie beim letzten Mal. Da waren es ja bis zu minus 12. Ja, und eine gewisse Varianz ist immer drin. Heute sollte es ein bisschen weniger Verkehr sein, dadurch, dass es jetzt am Wochenende ist. Ja, vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare reinschreiben. Ich bin mir da nämlich noch nicht so sicher, wenn er jetzt eine Prognose macht, mit wie viel Prozent ich irgendwo ankomme, ob die auch die bisherige Fahrweise mit einkalkuliert. Denn bisher bin ich ja zu dem Supercharger eher zügig hingefahren. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich doch mit deutlich mehr als 37% dort ankommen sollte, wenn ich jetzt nur maximal 130 fahre. Ein Cayenne GTS vor uns. Eines der, ja, wie ich finde, unnützesten Autos, was es gibt. Ein SUV, welcher auf Sport getrimmt ist, wahrscheinlich sowieso keine Offroad-Eigenschaften mehr hat mit den großen Reifen.
und der Bereifung an sich und dazu noch in einer Coupé-Form, das heißt, der Platz im Innenraum entspricht ungefähr dem eines Sportwagens, inklusive des beschränkten Kofferraums. Das heißt, ich habe ein großes Auto, was viel verbraucht, seinen ursprünglichen Zweck nicht erfüllt, denn es kann weder Sportutensilien beinhalten, noch kann ich damit ins Gelände fahren. Ich habe einfach nur ein großes Auto. Und anstatt einen Sportwagen zu nehmen, der aus der entsprechenden Motorisierung noch etwas umsetzen kann, schleppe ich unnütze Masse mit mir herum. Und habe einen ungünstigen Schwerpunkt. Ja, vielleicht kann mir irgendwer diese Autokonzepte, ich weiß, die gibt es auch von BMW als X6 und ähnliches, und von Mercedes gibt es diese automobilen Schwachsinnigkeiten auch, und offensichtlich gibt es ja auch einen Markt dafür, aber vielleicht kann mir irgendwer den Mehrwert gegenüber einem klassischen SUV ja mal erklären. Ja, aber ich vermute einfach mal, die Autos sind nicht für mich gemacht. Okay, interessant soweit. Also auf den ersten 10 Kilometern im Durchschnitt bewege ich mich ganz genau an dieser Grenze von den 200 Wattstunden. Wir haben aber auch beim letzten Versuch gesehen, ich trage jetzt noch die Wärme vom Supercharging im Akku, die hier genutzt wird, um den Innenraum zu heizen. Das bedeutet, der Verbrauch kann ungefähr ab dem ersten Drittel oder nach dem ersten Drittel der Strecke tatsächlich nochmal hochgehen. In jedem Fall würde ich es mit dem Durchschnittsverbrauch noch nicht schaffen, über die volle Distanz zu kommen. Wir sind mittlerweile knapp eine Stunde unterwegs und haben jetzt 116 Kilometer hinter uns gelassen, also entspricht das auch ungefähr der Durchschnittsgeschwindigkeit. Und wir können jetzt sehen, dass tatsächlich der Durchschnittsverbrauch hier nochmal deutlich angestiegen ist. Ihr seht jetzt hier gerade, okay, da gab es eine Erhebung, aber das gleicht sich hier auch in etwa aus mit dem kleinen Bergabstück, was dort zu sehen war. Und zwar sind wir bei 250, knapp 260 Wattstunden pro Kilometer. Also nochmal ein deutlicher Anstieg gegenüber den 220, die mir zuerst angezeigt worden sind. Ich schiebe das auch hier wieder auf das Auskühlen des Akkus und dementsprechend dem erhöhten Energiebedarf, um den Innenraum warm zu halten. Wir haben jetzt minus 5 Grad, zwischendrin waren es auch mal minus 6. Ja, und das merkt man tatsächlich auch. Ich nähere mich nun der Halbzeitmarke oder der Kehrtwende, und zwar mit dem prognostizierten 41%, die das Navi auch veranschlagt hat. Ja, jetzt stand die Frage aus, was mache ich nun? Lade ich jetzt hier weiter ein bisschen auf oder schaffe ich es noch bis zum nächsten Supercharger? Das würde mir den Vorteil bringen, dass ich dort mit leerem Akku ankomme und deswegen schneller laden kann. Jetzt habe ich mal das Navi angeschmissen und geguckt, was prognostiziert es denn, wenn ich jetzt bis dahin noch fahren würde. Das sind 116 Kilometer von hier aus, und er sagt mir, dass ich noch mit 5% ankomme. Und da wir es gestern ja auch geschafft haben, mit 1% locker anzukommen, habe ich mir gedacht, was soll's, warum soll ich nicht dreimal bei drei Versuchen hier auf den letzten Prozenten irgendwo ankommen. Deswegen ziehen wir das Ganze jetzt konsequent durch. Nicht, dass ihr mir hier vorwerft, ich spare künstlich an dem Komfort, werde ich jetzt hier die Sitzheizung noch einschalten und die Temperatur etwas wärmer machen. Einfach, weil mir danach ist. Irgendwie wird es doch immer wieder spannend bei diesen Tests hier. Ja, ich bin jetzt gerade auf 2% runtergefallen und fahre jetzt von der Autobahn runter. Ich habe dann noch 3 Kilometer vor mir. Also wird es tatsächlich mal wieder eine Punktlandung. Ja, also bin ich tatsächlich wieder mal mit den letzten 2% hier angekommen. Die Stoppuhr läuft. Ich werde tatsächlich nur laden ungefähr bis 25%. Damit sollte ich es schaffen, auch wenn das dann wieder knapp werden wird. Mit 4% sollen wir ankommen. Na super, das ist doch genug Reserve für unseren Geschmack, oder? Haben wir es fast geschafft.
3% noch im Akku, nicht ganz so knapp wie beim letzten Mal. Ganz entspannt, ohne Geschwindigkeitseinbußen. Und zwar nach 3 Stunden und 20 Minuten. Dann ziehen wir nochmal ein kurzes Fazit. Die Inspiration zu diesem Video kam, wie schon so oft, vom Björn Nyland. Ich verlinke euch sein Video zu dem Thema nochmal oben. Und ich habe mir hier mal einen Ausschnitt aus seinem Video rausgezogen, Like a Ninja, auf den wir uns jetzt beziehen können. Und zwar ist das hier rechts im Bild, sein Tabellenausschnitt. Und er hat dort auch eine Analyse mit seinem Auto gemacht. Da muss man vorweg sagen, das war um einiges anders seine Vorgehensweise, aber sie dient halt trotzdem als Orientierung. Er ist immer nur ein kurzes Stück gefahren, ungefähr 46 Kilometer, wenn ich mich recht erinnere, und hat geguckt, welchen Verbrauch er auf diesem Stück letztendlich mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten hat. Die sehen wir hier links aufgetragen. Und hat das Ganze dann hochgerechnet mit der entsprechenden Ladegeschwindigkeit, auch mit verschiedenen Prozentständen, zu denen er hochgeladen hat. Und das, was wir hier sehen, bezieht sich eben gerade bei einem 120 kW Lader auf einen Ladevorgang bis zu 60%. Und dann hat er einfach geguckt, wie weit kommt er mit den 60% und in welcher Geschwindigkeit schafft er das und welche Zeitdauer kommt dann eben noch fürs Laden mit dazu. Und dann hat er eben für das Laden und das anschließende Fahren dann mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten hier eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 98 km/h, 103,4 und 106 km/h ermittelt für diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, also 130, 150, 190 Maximalgeschwindigkeit. So, da vielleicht die erste Frage, warum unterscheidet sich das jetzt zu den Geschwindigkeiten, die ich ermittelt habe? Wir sehen ja hier schon auf der linken Seite, das sind die Ergebnisse von meinen Läufen und da haben wir eigentlich durch die Bank weg höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten. Das liegt daran, dass bei dem Video von Björn Nyland er wirklich nur das Laden auf 60% in Bezug gesetzt hat auf die anschließende Strecke, die er dann gefahren ist. In meinen Versuchen bin ich ja immer mit einem vollen 100% Akku losgefahren und habe dann unter Umständen gar nicht mehr so viel reinladen müssen. Die Gesamtladezeit sehen wir darunter. Das heißt, dieser Faktor, der ist beim Björn komplett rausgerechnet und deswegen fallen seine Geschwindigkeiten hier natürlich ein bisschen geringer aus. Und natürlich müsste man hier auch mit einkalkulieren bei meinen Versuchen, wenn jetzt die Distanzen größer werden, sinkt da natürlich auch der Vorsprung, den man sozusagen dadurch hat, dass man einen kompletten vollen Akku am Anfang mitnimmt. Das kurz zu den Unterschieden. Ja, und auf seiner Basis, wie wir es hier nur sehen, hat er auch für unterschiedliche Lader, also von 120 kW bis 200 kW, jeweils ermittelt, dass 190 Maximalgeschwindigkeit zu der höchsten Durchschnittsgeschwindigkeit führen, hat aber auch hier schon festgestellt, dass die Abweichung dann jeweils zu 170 bzw. 150 km/h gar nicht mehr so groß ist. Wie sieht das nun bei meinen Versuchen aus? Also, ich habe es euch ja schon gezeigt, wir sehen hier die Durchschnittsgeschwindigkeiten inklusive Ladestops, die ich ermittelt habe und dort nehmen sich tatsächlich die 190 km/h Lauf auch gar nicht so viel zum 150 km/h Lauf. Woran liegt das? Ja, es liegt natürlich daran, dass die Ladezeit hier unterschiedlich ins Gewicht fällt und ich bin natürlich nicht nur die Maximalgeschwindigkeit gefahren, wie hier der Björn, sondern ich hatte ja auch noch die Passagen, die ich fahren musste, um zu den entsprechenden Superchargern hinzugelangen, die dann dementsprechend auch noch mit ins Gewicht fallen. Ich bin ja beim ersten Durchgang zu 2 Superchargern hinfahren müssen, habe da also noch zweimal diese kleine Extratour in Kauf nehmen müssen und beim 150 km/h Lauf war das dann schon nur noch ein Stopp, den ich dort machen musste und der mir hier negativ sozusagen noch in die Durchschnittsgeschwindigkeit reingekommen ist. Ja, auf der Basis würde ich schon mal sagen, da sich jetzt hier diese 2 Läufe gar nicht so viel nehmen in der Gesamtzeit. Wir sehen es auch hier 3 Stunden 11 zu 3 Stunden 10, wobei ich eben beim ersten Lauf ein bisschen mehr Strecke zurückgelegt habe, weil ich dort eben diese 2 Lader ansteuern musste. Ja, weil sich das hier so ähnelt, würde ich tatsächlich behaupten, dass das Optimum
dazwischen liegt. Also meine These wäre, nicht 190 km/h ist das schnellste in der realen Welt, sondern unter den Voraussetzungen, wie sie jetzt bei mir eingetreten sind, wären meiner Einschätzung nach 170 km/h tatsächlich das Optimum, wenn es einem um die Zeit geht. Bei einer realen Reise würde ich mich jetzt auch eher auf die 150 km/h einstellen und das hat ganz praktische Gründe. Denn zum einen ist es natürlich viel komfortabler, mit einem Spurhalteassistenten und mit einem Tempomaten zu fahren. Und das geht leider bei Tesla nur bis 150. Und zum anderen steigt natürlich auch der Verbrauch exponentiell. Das können wir uns hier in dem gelben Bereich der Tabelle ansehen. Und zwar habe ich für die Gesamtstrecke im ersten Lauf 135 kW gebraucht und bei 150 nur noch 95 kW. Also das sind fast 40% mehr, die ich hier gebraucht habe und dementsprechend auch mehr Kosten, die dort auflaufen. Ich habe jetzt hier für die Hochrechnung einfach mal 36 Cent pro Kilowattstunde genommen. Das ist der Preis, den man aktuell am Supercharger zahlt. Wenn man natürlich zu Hause mit seinem eigenen Strom lädt, ist es günstiger. Wenn ich eine Solaranlage habe, ist es vielleicht sogar kostenlos, aber das jetzt einfach nur mal als Orientierung. Darunter sehen wir nochmal die Verbräuche, also einmal der Durchschnittsverbrauch und als Orientierung auch, welcher Verbrauch ungefähr bei der Maximalgeschwindigkeit so auftritt. Ja, also 150 km/h für mich eigentlich die entspannteste Variante, um trotzdem schnell voranzukommen. 170 wären wahrscheinlich das Optimum, wenn man es wirklich auf die Zeit anlegt. Und am Ende, wenn ihr dort wirklich in Zeitnot unterwegs seid, hängt es natürlich auch immer stark davon ab, wann jetzt genau der nächste Supercharger eigentlich kommt. Das heißt, ich habe es ja in meinem ersten Lauf, der ein bisschen unsauber war, auch so gemacht, wenn ich noch zu viel im Akku hatte, bin ich halt ein bisschen schneller gefahren, um dann mit einem leeren und auch wärmerem Akku dann beim Supercharger anzukommen. Das sind noch so Tricks, mit denen man das so ein bisschen justieren kann und ich denke, so wäre das tatsächlich für eine reale Reise auch durchaus machbar. Also 150 zu fahren und wenn man sieht, okay, jetzt nähere ich mich dem Supercharger, auf den habe ich mich jetzt eingeschossen, ich komme aber noch mit einer etwas größeren Reserve an, dann kann man natürlich auf den letzten Metern auch nochmal ein bisschen zügiger fahren. Es spricht aber auch absolut nichts dagegen, hier ganz entspannt mit 130 zu fahren. Da sinkt der Verbrauch nochmal deutlich und das ist natürlich ja, zum einen viel effizienter, viel ökonomischer und am Ende auch schonender für den Akku, weil natürlich weniger Ladezyklen gebraucht werden. Das waren meine Erkenntnisse, die ich jetzt hier aus der großen 190 km/h Challenge gezogen habe. Ich hoffe, euch hat das Ganze auch etwas gebracht. Ihr konntet etwas für euch rausziehen als Information. Wenn ihr es noch nicht getan habt, kann ich euch nur empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren, denn ich plane ein kleines 500-Abonnenten-Special. Also klickt unten auf Abonnieren. Bis dahin, bis zum nächsten Video, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Philipp von Elektrozukunft.